Jo, da landen sie. Schnell einsammeln. Ich halte mich selbst nicht an meine eigenen Tipps, nämlich im Menü zu looten. Da kommen sie runtergefallen. Zweimal daneben geschossen. War an Bord. So, dann geht das große Looten los. Draußen wird geballert. Eine Schrotflinte habe ich draußen gehört. Eine Ump habe ich draußen gehört. Langsam aber sicher. Irgendwo war er hier links. Sneaky, sneaky. Nur mal schnelle Durchsage an meine Buddies, dass hier noch Krusch rumliegt. Ump haben wir schon. Zweierscope mache ich immer an die Ump, weil mit dem Zweierscope komme ich ganz gut zurecht auf der Ump. Bei der Barrel mag das anders aussehen. Das, was ihr seht, dieses orangene Ding, das ist mein Eye-Tracker. Das ist nur, damit ich euch zeigen kann, wo ich hinschaue. Dr. Disrespect hat auch irgendwie rausgehauen, warum er von Twitch gebannt wurde. Und das ist auch insbesondere in den USA mal schon mal zu einer richtigen Riesendebatte geworden. Ja, Wahnsinn. Ich kann nur sagen, aus der Diskussion halte ich mich raus. Aber wenn ich Twitch gewesen wäre, hätte ich das auch getan. Das zu meiner Einschätzung der Dinge. So, ich glaube, wir haben schon ganz gut aufgeräumt. Es ist relativ leer hier. Wir haben auch gelootet. Das bedeutet, wir machen uns jetzt mal auf ins Gemetzel. So, dann laufen wir davor. Da ist der Smoke, weil wir denken, ja, easy. Unser Buddy will hier nur smoken, seine Smoke-Granaten-Challenge machen. Oh! Er wurde genockt. Wie zum Geier konnte das passieren? Wahrscheinlich keine Bots, sondern Player. Das bedeutet, wir müssen uns mit diesen Dudes jetzt auseinandersetzen. Wo wir sowieso schon beim Smoke sind, machen wir das gleich richtig. Draufgeschossen, sehr gut. Der heißt, muss ich jetzt verarzten. Weiß allerdings auch, wo ich bin. Hoffentlich schaffen wir es. Das hatte ich vermutet. Granate ist ein schlauer Move bei sowas. Weiter links. Genau da jetzt irgendwo. Ist bald. Unser Buddy hat ihn gekillt. Schön.
Unsere Buddies kriegen immer noch von der Ecke raus. Irgendwas ist da. Knapp drüber geflogen. Knarre ist auf 100 Meter eingestellt und der ist weniger als 100 Meter entfernt. Deswegen ist die Kugel minimal drin. Kugeln sind dran vorbeigeflogen, weil ich einfach nicht. Und weggemacht. Da war also noch so ein Team am Start hier. Die haben uns aufgelauert. Die wollten uns killen, wenn wir rauspushen. Mein Buddy hat glücklicherweise unseren anderen Buddy wiedergeholt. Zum Glück. Ja, wir sneaken noch ein bisschen rum. Sneaky, sneaky. Mittlerweile bin ich vorsichtig, weil der Typ war nicht sofort tot. Das bedeutet, er hat noch Buddies. Entweder spielen die, wie man eigentlich immer spielt im Casual, man rennt einfach wild alleine rum, ohne auf sein Team zu achten. Dann kommt hier keiner mehr. Oder sie machen es schlau und bleiben zusammen. Dann muss hier noch irgendwo einer rumlurchen, der uns hier einheizen kann. Aber ich glaube, sie spielen die Standard-Casual-Taktik, nämlich einfach jeder für sich. Bedeutet hier, es sind keine mehr. Hier lungern keine mehr rum. Sieht zumindest aktuell danach aus. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wir müssen über die Brücke. Vollgas, los geht's. Oh, fast forward. Ich finde, Aston Martin hört sich so super lustig an. Wie so ein Moped. Autsch. Ja, da fahren wir einmal quer über die Karte. Fast forward. Ich lade öfters mal Videos hoch, falls euch Tipps und Tricks zu PUBG interessieren, dann gerne mal Like und Subscribe-Button drücken, dann kriegt ihr immer Nachrichten von mir, insbesondere auch wenn ich neue Tipps und Tricks-Videos mache. Ansonsten mache ich auch öfters mal irgendwelche Let's Plays bzw. Game-Videos. Links wird geballert, das interessiert uns aber nicht. Wir wollen noch ein bisschen looten, uns hat es nämlich ganz schön erwischt, wir mussten echt quer durch die Karte. Da kommt schon wieder die Zone. Hilft alles nichts, weiter geht's. Der fährt mit einem anderen Auto. Aber ich warte noch auf den Buddy. Den zweiten müssen wir auch noch mitnehmen. Schmerzmittel rein und los geht's. So, bei sowas über diese offenen Flächen hier zu fahren, da braucht man Auto. Das ist einfach schwer ohne Auto hinzukriegen. Da drüber zu laufen als Team, wenn da oben einer auf dem Berg sitzt, da hat man keine Chance. Deswegen schaut, dass er da ein Auto hat. Wenn er so große freie Flächen überqueren müsst, dann auf jeden Fall ein Auto suchen. Ja, es sieht aber ganz smooth hier oben aus. Hier oben ist auch meistens viel los. Erstens mal ist der Revive-Ecke da oben, also wo man seine Team-Members wiederholen kann. Also dieser Blue-Chip-Recorder. Und zweitens ist natürlich auch ultra übersichtlich, also man kann in jede Richtung schauen und man hat gute Deckung. Und das ist einfach, ja, eine schöne Sache.
Na, hilft nix, wir müssen hier weg. Drüben ist Action, aber da kommen wir nicht hin. Das ist zu weit weg für meine Mark 12. In so einer Situation ist immer besser, ihr manövriert gleich in den Bereich, wo ihr hin müsst. Wir sind schon in der Zone, wir müssen uns nicht anstrengen, rein ins Haus, weil rote Zone. Wäre blöd, wenn man jetzt noch von der Bombe erwischt wird. Die macht sich direkt hin und chillt. Solange bis die ganze Bombenzone rum ist. Kann man so mal aus dem Fenster gucken, nicht, dass man Besuch bekommt. Okay, wir müssen weiter. Irgendwo steht das Auto. Das holen wir. Mal schauen. Wo ist das Auto? Oh oh! Ja, das hat ganz doll Aua gemacht. Deshalb ab durch die Mitte, wir brauchen ein anderes Fahrzeug. Da vorne steht ein Moped, das nehmen wir. Mal Smoke hin, damit er mich nicht sieht beim Draufsetzen. Und ich hab's viel zu weit weggeworfen. Das wird mir gar nichts helfen. Wurscht, jetzt ist zu spät. Jetzt sitze ich schon drauf. Mal ein bisschen rumhupen, damit der andere checkt, dass ich da bin. Ich will ihn mitnehmen. Das universelle PUBG-Signal, steige bitte bei mir ins Fahrzeug eines Hupen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Ja, noch ein Stück zu fahren. Unsere Buddies wurschteln auch. Oh, 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 was war das? DBS? War das, hat sich nach DBS angehört? Motor aus, ist auch immer ganz wichtig. Übrigens lustig, diese komischen... Rechts kommt ein Auto, ist unser Buddy. Diese komischen New Jeans Skins wurden jetzt irgendwie deaktiviert, weil die Leute zu viel Schabernack damit getrieben haben. Die waren irgendwie dann, glaube ich, der Firma zu sexy. Also der Firma, die diese New Jeans Dame da unter Vertrag hat. Die fanden das irgendwie nicht geil, deswegen gab es da irgendwie einen Shitstorm. Ich habe ja von vornherein schon gesagt, dass das, glaube ich, nicht die optimale Zielgruppe ist, weil, ja. Das Spiel ist ab 18, as far as I'm concerned, und diese New Jeans-Geschichte ist irgendwie so eine Teamwork-Sache. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass PUBG hier anscheinend diesen Skin-Use stark eingeschränkt hat oder sogar rückgängig gemacht hat. Da ich diese Skins nicht habe, weiß ich es nicht, bin ich nicht betroffen, aber fand ich bemerkenswert. Der Typ zum Beispiel, der Typ vor uns, also der bei uns hinten draußen ist, ich rede mal wieder über technische Dinge. Wir gehen auf die Insel, die ist genau in der Mitte. Hier, shit, in Hose. Nee, okay. Wurde nicht runtergenockt. Sind auf jeden Fall ein paar motivierte Dudes auf der anderen Seite. Aber wir haben es hier ganz gut. Wir sind nämlich auf der Mitte, auf der Insel. Und das bedeutet, alle müssen jetzt irgendwie durchs Wasser zu uns. Unser Buddy schießt hier mit dem 98er. Vorne ist auch noch einer. Aber das ist hier nach Bord angehört, rechts. Es sind noch 10 am Leben, es sind noch recht viele übrig. Autopark drüben, das ist immer hochverdächtig. Das Risiko, dass jetzt irgendeiner irgendwie durchs Wasser schwimmt auf uns zu, ist relativ groß. Wir müssen jetzt nur noch den Sack zumachen.
Da oben, ja. Mal die Tür wegschießen, dann haben wir keine Deckung mehr. Autsch. Also ich nehme mit 60 FPS auf, spiele aber mit 200 FPS. Das bedeutet, in-game ist es deutlich flüssiger, als ihr das jetzt in dem Video seht. Aber über 60 Hertz aufzunehmen, wäre auch unglaublich irgendwie. Hinter uns ist auch ein Baller. Man sieht es bei dem Springen des Zielkreuzes, fällt es mir nur auf. Da hinten ist immer ein. Unser Buddy ist hardcore drauf, der ballert einfach die ganze Zeit. Ich frage mich, wie viel Munition der einstecken kann. Ja, da war einer. Der Typ checkt jetzt, der muss unter der Brücke durch. Der ist nach unten gelaufen. Der Blaue hat ihn auch markiert. Player 3. Ich habe Schiss, dass wir von hinten eine kriegen, deswegen schaue ich immer nach hinten. Das mache ich sowieso generell sehr häufig. Wenn mein Team ein anderes Team angreift, dann schaue ich immer nach hinten und gucke, dass wir nicht von hinten weggebämst werden. Jetzt zum Beispiel so, dass beide nach hinten schauen und ich bin der Einzige, der jetzt Richtung Brücke schaut. Ich will nicht, dass da irgendeiner das nicht drüber sieht. Sieht aber sehr gut aus, sind noch 8 im Leben. Wir sind in der Zone. Alle müssen zu uns kommen. Es war also ziemlich smart, mit dem Motorrad hier anzuhalten. Auf dieser kleinen Insel. Unser Buddy wurde irgendwie in die Luft gejagt durch eine Granate gerade. Wenn ihr jetzt noch da seid, würde ich mich über ein Like und ein Subscribe freuen. Ich lade auch ab und zu mal Tipps und Tricks Videos zu PUBG und auch andere Spiele hoch. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Stadtradeln ist explizit ausgenommen. Aber jetzt erstmal den Buddy wiederholen hier. Boah, hier brennt's. Ja, sehr schön, der hilft uns. Wir leben noch alle. Mal durch die Rauchwolke durchspotten. Links ist einer. Und der Hammer. Das war gut. Easy game. Thank you. Also wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Und wie immer Geld. Versuch macht Fluch. Ciao, ciao. Bis dahin.